Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Room. Ich hoffe, das ist der Endspurt. Es werden, glaube ich, schon Wetten abgeschlossen, dass ich es nicht mehr schaffe. Irgendwo muss hier wohl offensichtlich ein Münchschlitz sein, der. Alles klar, das machen wir später. Offensichtlich muss hier irgendwo ein Münchschlitz sein, den ich nicht sehe. Und dann nämlich immer wieder an vorbeigucke. Das kann da nicht der Münchschlitz sein hier. Ivy. So, nee, das ist Schlüssel hier. So, den packen wir da rein. Drehen wir erstmal. Okay, da liegt gerade gar nicht schlau draus. Nee. So. Münzschlitz. Wo soll denn, jetzt habe ich ja auch noch ein Piano, wo soll denn hier zum Henker ein Münzschlitz sein, Ivy? Moment, und so weit weg? Der muss ja sich hier irgendwo befinden. Ich war doch immer nur hier dran. Ich habe doch nur die beiden Schlüssel rausgenommen und bin dann direkt dahin gegangen. Mehr habe ich doch nicht gemacht. Ich habe doch die beiden Schlüssel rausgenommen, bin dahin gegangen. Wo soll denn hier noch ein Münzschlitz sein, Ivy? Du machst mich verrückt, weißt du das? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass ich es nicht wegen des Geldes mache. Was? So, egal. Also, wir gucken uns jetzt den Brief an. Wir müssen, ja, die und die. Okay, gut. Das ist gar nicht so einfach, weil. Doch, ist es. Da ist der Münzschlitz, Ivy. Was war das? Twilight Zone? Ey, du spielst es mir doch jetzt wohl nochmal vor, oder? Ich muss das doch nachspielen, oder nicht? Verarsch mich nicht. Nein, das fängt immer wieder von vorne an. Das erinnert mich an das sind Das erinnert mich an dabei wurde gehört auch Gitarre lernen, du bist echt. Ja, an Homesick hat mich das erinnert. Das hat mich an Homesick stark erinnert. Und natürlich an Senso, natürlich. Aber Homesick. So. Was machen wir mit diesen ominösen Griffen? Die sind. Ah, schön wieder. Blume drauf. Der ist sechseckig und der ist auch sechseckig. Und da haben wir zwei Stück von. Geht er jetzt nur noch hier weiter, ne? Da ist eine 3 drauf. Ich kann auch hier nichts machen. Ach doch. Moment. Das habe ich doch irgendwo gesehen. Wo hatte ich das denn gesehen? War das oder war das gar nicht in diesem Spiel hier? Wo hatte ich denn?
hatte ich doch irgendwo gesehen, oder nicht? Oder war das eine Runde davor? Gucken wir uns das mal an. Okay, ich kann es drehen, aber es passiert nichts. Irgendwie ist mir das Ding in Erinnerung geblieben. Oder gibt es noch ein ähnliches Ding davon? Ach ja, das. Ja, mit den Griffen. Moment. Doch? Nee, das geht doch irgendwann mal auf. Ich kann es aber gerade noch nicht schieben. Oder so. Ich kann es hier auch nicht reindrücken. Und jetzt gehen mir die Ideen aus. Das Ding ist gelaufen hier, ne? Das Ding ist gelaufen. Das ist gelaufen. Das ist. Ich bin mit dem Tisch, glaube ich, fertig. Und der Tisch mit mir auch. Was machen wir denn hiermit? Gar nichts. Das ist dumm gelaufen. Hier fehlt doch noch eine Platte. Was soll das überhaupt sein? Außer ein Eishockey-Puck. Gucken wir mal hier oben rauf. Warum kann ich hier überhaupt oben? Warum lässt er mich überhaupt hier ran? Achso, nur wegen der... Hier ist auch nichts drauf zu sehen, ne? Hier ist nichts drauf zu sehen. Ich habe die Tipps auch ausgeschaltet. Ob ich die Tipps mal wieder anschalten soll? Ich glaube, ich schalte die Tipps mal eben wieder an. Optionen. Tipps aus. Zurück. Ohne Witz, am Tischrand ist wirklich nur ein Münzschlitz senkrecht. Das hier. Nee, das ist kein Münzschlitz. Da habe ich das Ding ja runtergeschoben. So, warum kriege ich jetzt keine Tipps? Irgendwie habe ich die doch angeschaltet gerade, oder sehe ich das falsch? Option? Ja. Naja gut, dann nicht. Da mal ja halt ohne Tipps. Das Komische ist ja, dass... Also, ich habe nur noch dieses Ding da. Nichts anderes mehr. Das kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Pass auf, wir machen nochmal was anderes. Wir können auch hier nochmal kurbeln. Ach so. Jetzt kapiere ich, das, was ich da gesehen habe, war immer das, was sich da gedreht hat. Das habe ich da immer gesehen. Das. Die sind nämlich jetzt beide leer. Alles klar. Ich sagte doch vorhin etwas bezüglich gucken. Ich sollte mich einfach mal ein bisschen umgucken, was? Ach so, nee, du hast gesagt, das Okular, du hast es mittlerweile. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund hast du es, hast du gesagt. Das wird es wahrscheinlich sein. Gucken wir uns das doch nochmal genauer an hier. Okay, das wird es nicht sein. Hier passiert auch nichts Neues. Hier ist nichts zu sehen. Tipps kommen erst, wenn du zu oft ins Leere klickst. Du hast das Symbol schon im Bild gehabt. Ja gut, aber es passiert ja nichts, wenn ich...
Aber warum? Warum? Okay. Wir haben dieses Symbol und wir haben dieses Symbol. Die sind beide nicht am Tisch zu sehen, ne? Das ist ein bisschen doof. So eins und so eins. Gut. Wollen wir mal gucken. Wir drehen nochmal zurück. Das ist das, was in der Mitte von beiden ist. Also die kann ich nicht drehen. Nein, wir drehen es mal dahin. Was ist denn das hier für ein... Mich wundert es nur, weil der leuchtet ja, der ist ja golden als der Anna, der Rest. Deshalb stelle ich das jetzt mal auf dieses Symbol. Vielleicht bewirkt das ja irgendetwas. Okay, gut, gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Buh, Leuchtschwerter. Ach, das sind gespiegelte Notenschlüssel und Noten. Ich bin auch musikalisch. Okay. Okay, der vorne ist fix hier. Ah nee, das war schon ganz richtig so gedreht, meine ich. Hier, die Linie geht da weiter. Hab da einen Ton gehört eben. Nee. Dann vielleicht so. Nee, was mache ich denn hier überhaupt? Die 5, eine 7.
was mache ich hier überhaupt? Also das muss ich auf jeden Fall. Ah, noch mehr Zahnräder. Wo ist der Code? Ach so, Moment, ein Zahnrad. Dann ist doch hier ein Code. Hier sind doch Zahlen. Das habe ich doch eben gesehen. Eine 5. Alles klar. Hier ist eine 3. Eine 7. Da ist der Code 573. Wo war das Zahnschloss jetzt hin? Ehrlich, wo war denn das Zahnschloss hin? Wo ist denn das aufgetaucht? Wo ist denn das Zahnschloss nochmal aufgetaucht? Das will ich doch jetzt. Ey. Ach da, okay, alles klar. Mann, oh Mann. Was? 573, ne? 573. Ich werde noch eine, will eine Brille kaufen, alles klar. Was stand denn mal CPL? Leuchtenupsis drehen. Ja. Warum auch immer du dafür eine Sperre bekommen hast. Finde ich nicht nett. So, den da rein, den da rein. Einmal drehen bitte. Einmal Kamera einschalten. Oh, geilen Zauberwürfel. Was willst du von mir? Was hast du denn jetzt für eine Aufgabe? Ach, nee, echt? Jetzt ernsthaft? Gut. Was? Ja. Toller Tipp. Alles klar. Den dahin. Dann drehen wir es mal weiter. Nee, das wird nicht. Nee. Valimente. Well, jetzt sei brav und bedank dich auch. Heimlich verjagt. Blackout Pit. Mit einem Smiley. Wie hast du denn den Smiley da reinbekommen? Eine Spende über... Was? Steht da echt nur ein Smiley drin? Da ist nur ein Smiley drin, ne? So. Okay, wie, das gibt Minuspunkte. Vielen Dank für deine Spende über 5 Euro. Hat mich sehr gefreut und... Haben wir aus der Folge 8. Das ist... Boah, echt, wie kann man so schreckhaft sein? So, komm jetzt. Das System ist mir doch hier klar. Warum kriege ich... So, Moment, links oben? Nee, hier passiert aber noch nichts. Ach so. Warum, der leuchtet ja gar nicht mehr. Moment. Die müssen auf jeden Fall alle weg. So, jetzt muss ich da aber was getan haben. Nee. Ich kriege nur die beiden hin, ne? Warum kriege ich denn nur die beiden hin? Hier ist doch ein blöder Trick bei.
Was? Ja, nee, ich habe kein schlechtes Gewissen. Herr XY, vielen Dank für deinen Host. Und vielen Dank für die anderen Hosts, die ich vielleicht nicht mitbekommen habe, weil ich da immer noch keinen Ton habe. Also mit Rubik's Cube habe ich mich leichter getan. Das kann doch nicht angehen. Es muss doch. Wo ist denn hier der Trick? Wo ist denn hier der Trick? Ich kann die jetzt nicht weiter verschieben, ne? Warum denn nicht? Warum geht das denn? Ah, doch. Okay, alles klar. Keine Ahnung, warum man das eben nicht gemacht hat. So ganz erschließe ich mir das hier noch nicht. Na toll. Jetzt. Alles klar. Ein roter Edelstein in einer Metallplatte. Alles klar. Du musst vierdimensional denken. Aus welchem Film? Zurück in die Zukunft, ne? Alles klar. So, auch auf die Gefallen, dass die nächste Folge etwas kürzer wird. Pause. Die nächste Folge etwas kürzer wird. Die Folge ist zu Ende. Wir machen in der nächsten weiter. Und ich glaube, dann werde ich es hoffentlich haben. Okay. Bis dann. Tschüss.